Willkommen zurück gegen Ganons Wasserfluch. Es ist wirklich sehr einfach. Der Weg ist wirklich leicht. Wir müssen einfach nur die Eisbrocken wieder zurückschleudern auf Ganons Wasserfluch. Somit wird er dann auf den Boden geschleudert. Aber dafür brauchen wir ein bisschen mehr Power. Das ist eigentlich der ganze Schlüssel. Ich habe mir jetzt extra sogar die Zelda-Amiibo geholt mit dem Pfeil. Aber das hat leider nichts gebracht. Und bam! Und schon hat er mich wieder getroffen. Wenn es jetzt so weitergeht, trifft er mich gleich nochmal. Und dann bin ich tot. Dann bin ich tot, aber ich muss jetzt erstmal was essen. Also, erstmal ein bisschen den Bauch vollschlagen mit irgendwas, damit wir noch leben. Und gegen 5 Eisblöcke ist es natürlich gar nicht so einfach, wie es aussieht. Wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Power. Das heißt, wir brauchen eine starke Waffe. Okay, mit der Holzfäller-Axt sollte das funktionieren. Es sollte normalerweise gehen. Das heißt, wir rüsten uns jetzt mit der aus und werden einen Eisblock vereisen. Und zwar genau den hier. Oh nein, bitte nicht töten. Bitte nicht töten. So, und bam, 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 bam. Okay. Hat geschafft. Und auf ihn, und auf ihn, und auf ihn. Schneller Link, schneller Link. Somit können wir ihn auch erledigen, denn die Amiibo funktioniert in einem Dungeon. Auf keinen Fall. Und wieso ist das so schwach? Wieso ist das so schwach? Wieso kann ich mich jetzt nicht ausrüsten? Wieso kann ich mich jetzt nicht ausrüsten? Hä? Okay, das geht auch nicht. Auch nicht. Was? Oh mein Gott, ist das schwach. Oh mein Gott. Also das wird ja noch ewig dauern, wenn das so weitergeht. Die Holzfäller-Axt ist wirklich gut. Aber für den Gegner wird es wahrscheinlich nicht reichen, oder? Und nochmal 5. Oh Gott. Ja, ich kann die Eisblöcke schon aufhalten, aber es wird mir eben nicht viel bringen, wenn der verdammte Gegner nicht runterfliegt. Bam. Okay, komm, noch ein paar Treffer, dann wäre er erledigt. Aber wieso kann ich die anderen Waffen nicht ausrüsten? Ach, jetzt geht's. Okay, er ist nah genug dran. So, und... Ach, komm! Ja, wir haben ihn geschafft! Der Gegner ist tot! Wir haben ihn endlich besiegt! Boah, und das war jetzt wirklich eine Tortur. Ich habe mich jetzt ewig gefragt, wie ich diesen verdammten Gegner ohne Pfeile bewältigen soll. Ich habe mich gefragt, habe nachgeforscht, habe nichts gefunden. Wirklich nichts. Bin von Faruta runter, konnte man konnte danach aber nicht mehr drauf. Man konnte einfach nicht mehr drauf. Der Elefant hat jegliches abgeblockt. Aber dann kam Zeldas glorreicher Tipp, mit den Eisblöcken zurückzuschleudern. Man sollte wenigstens so lange überleben. Ich habe es mal mit Bomben versucht, aber die ziehen fast gar nichts ab. Und deswegen hat es auch nicht funktioniert. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ganons Wasserfluch ist erledigt. Einfach nur mega geil. So, und dafür gibt es jetzt was? Dafür gibt es einen Herzcontainer. Ja, das ist doch das Mindeste, was es dafür geben soll. Wenigstens das Mindeste. Mit meinen 5 Herzen, wo ich da die ganze Zeit habe. Das heißt, ich brauche auch wieder was zum Kochen, oder? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Den Herzcontainer, den nehmen wir natürlich mit Freude auf. Und somit haben wir ein extra Herz. Und jetzt könnten wir eigentlich wieder die Kontrolle über Faruta erlangen, oder? Gucken wir doch mal. Du kannst diesen Titan nicht mehr betreten. Ja, machen wir. Ich habe, glaube ich, alles, was man da drin kriegen kann, habe ich eingesammelt. Zumindest glaube ich das mal. Und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Yes, sir! Vielen Dank. Ist es jetzt wieder unser Titan? Danke, Link. Du hast meine Seele befreit. Ja, Gott sei Dank. Bitteschön. Und Ruta zurückerobert. Aber unsere Unbeschwertheit von damals. Ach, das... Diese Zeit ist vorbei. Hä? Mifa. Recke der Zoras, ja? Ich hab gedacht, es war Zelda, wo da immer redet. Ich habe keinen Körper mehr. Ach, toll. Das heißt, meine Heilkraft ist nutzlos geworden. Ich brauche sie nicht mehr. Aber dir könnte sie hilfreich sein. Was? Ich kann mich jetzt immer heilen? Meine Gabe. Das wäre doch geil. Mifas Gebet. Das wäre doch sowas von mega nice. Komm. Yes, sir. Gib mir die Gabe des Heilens wieder zurück. Oder von dir halt. Nicht zurück. Ich hatte sie ja davor nicht. Aber ich nehme sie. Ich nehme sie. Für Lau nehme ich doch alles. Die ganze Zeit hatte ich mich meinem Elend hingegeben. Als ruhelose Seele war ich hier eingeschlossen und dachte, ich müsste alle Ewigkeit ganz einsam hier verbringen.
Aber dann kamst du und hast mich gerettet. Ich bin froh, dass ich dich noch einmal sehe. Na, süß. Von nun an wird meine Kraft dich auf deinem Weg begleiten. Deshalb kann ich jetzt endlich Frieden finden. Ruhe in Frieden, Mifa. Aufmachen. Ruta und ich müssen unsere letzte Pflicht erfüllen. Wir müssen dich beschützen, wenn du in Schloss Hyrule gegen Ganon antrittst. Diesmal werden wir es schaffen. Wir werden es schaffen. Bitte hilf ihr. Bitte. Rette die Prinzessin. Kein Problem. Werde ich natürlich tun. Endlich ist Ganons Wasserfluch beseitigt. So ist das schön und so soll es auch sein. Warum hat es nicht gleich funktioniert? Aber gut, mit dem Start des Moduls hätte ich das jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es klappt. Aber ich habe auch jetzt keine Waffen mehr. Das heißt, ich muss mir irgendwo welche holen. Oder irgendwelche ergattern oder klauen oder sowas in der Art. Auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht, lieber Link. Und der funktioniert wieder einwandfrei. Schaut euch das an. Nichts mehr rot, alles blau, alles geholfen, alles gerettet. Sehr, sehr schön. Ah, was für eine Riesenbestie, hey. Hey, wieso taucht die ab? Hallo? Hallo? Geht's noch? Ich hab dich doch nicht umsonst gerettet. Okay. Bin ich irgendwie ein bisschen im falschen Film? Oder nicht? Was passiert denn jetzt? Hallo? Oder geht das, oder gehen die schon zum Schloss? Könnte auch möglich sein. Der Controller vibriert auf jeden Fall wie Hölle. Ja. Ich glaube, sie gehen schon zum Schloss Hyrule. Das wäre natürlich mega epic. Oder? Ja. Die machen sich schon mal auf den Weg. Sehr, sehr schön. Und dafür haben wir jetzt auch wieder strahlenden Sonnenschein. Es ist nichts mehr nass. Nichts mehr regnet. Ah, ist das herrlich. Es ist einfach nur herrlich. Oh mein Gott, ey. Was für eine Riesenbestie. Schaut euch das an. Brrrm. Okay. Da ist das Schloss. Genau, da müssen wir hin. Alle zusammen. Aber was wollen wir bitte mit Wasser denn anrichten? Oh mein Gott, was ist jetzt? Was ist jetzt, hä? Aha. Bruder, mit deiner Kraft können wir Link noch einmal zur Seite stehen. Du musst ihm helfen, wenn er in Schloss Hyrule gegen die Verheerung Ganon kämpft. Greife Ganon an und nimm ihm seine Kraft. Schwäche ihn, so sehr du kannst. Das ist alles. Mehr können wir nicht mehr für Link tun. Das wird unser letzter Auftritt. Wirklich der letzte Auftritt? Wenn Ganon versiegelt wird, kehrt der Frieden zurück nach Hyrule. Das war's dann für uns beide. Dann haben wir unsere Pflicht erfüllt. Ob es meinem Vater wohl gut geht? Ich war keine sehr gute Tochter. Ich habe ihm immer Sorgen bereitet. Ich wünschte, ich hätte ihn noch einmal sehen können. Du kannst ihn doch sehen. Geh einfach runter ins Dorf und sag, hi, wie geht's? Ich bin's. Ich bin von den Toten wieder auferstanden. Gut, dann heißt es für uns, es sind noch 3 Titanen übrig, bis wir Ganon endlich begegnen können. Ja, ungefähr. Dann kommt immer so ein schöner roter Laserstrahl. Und wir haben es geschafft und wir sind wieder zurück. Mifas Gebet enthält die heilende Macht Mifas. Gehen dir die Herzen aus, wirst du automatisch mit allen Herzen wiederbelebt, sogar über das Maximum hinaus. Ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Oh mein Gott. Wie viele sind denn das jetzt geworden? Okay, also hier sind die anderen 3. Hier ist einer. Da ist einer. Und da ist nochmal einer, also hier. Also haben wir noch sehr, sehr viel zu erkunden. Wirklich sehr viel. Wassertitan Faruta, das hab ich doch gerade gemacht. Ach so, ich muss da reingehen. Ach so. Nee, ich muss nach oben. Ich muss wahrscheinlich wieder zum Big Barbo der Zoras. Wahrscheinlich. Denn da führt mich eigentlich der Weg hin. Ich will ja schließlich auch eine Belohnung dafür bekommen, oder? Na, kostenlos gibt's hier nichts. Ich mache hier nichts gratis. Ja, doch, mache ich schon.
Mach ich schon, natürlich. Wir haben natürlich das schöne Land befreit von den Zoras, deswegen... Ja, das ist für uns Belohnung genug, oder? Ja. Und schon sind wir wieder zurück. Oh, Link. Es ist gut, dich gesund und munter wiederzusehen. Wir haben ungeduldig auf dich gewartet. Der Regen hat aufgehört, als wäre er nur ein böser Traum gewesen. Somit ist unser Dorf nicht länger in Gefahr. Und auch der Rest von Hyrule ist jetzt nicht mehr von einer Überflutung bedroht. Weil du den Wassertitan besänftigt hast, ist das Dorf der Zoras gerettet. Du hast mehr vollbracht, als wir zu hoffen gewagt hatten. Im Namen unseres Volkes möchten wir dir danken. Link, ich bereue, dass ich zu hart zu dir war. Mipha war dir alles andere als egal. Das ist mir jetzt klar geworden. Im Namen des ganzen Senats sollte ich mich bei dir bedanken. Wir haben euch Hylianna zu Unrecht verurteilt. Ich hoffe, du kannst uns verzeihen. Link, erlaube uns dir zum Dank eine Belohnung zu überreichen. Bitte nimm den Inhalt dieser Schatztruhe an dich. Darin befindet sich ein Andenken an Mipha. Ein Gegenstand, der ihr lieb und teuer war. Als ein Zeichen unserer Freundschaft möchten wir, dass du ihn von nun an verwendest. Halte ihn in Ehren. Übrigens, Link, wo ist denn das heilige Bandschwert? Als du dein Gedächtnis verloren hast, hast du auch das Bandschwert verloren? Was für ein Bandschwert, hey? Du kannst dich wirklich nicht daran erinnern? Du warst der Einzige der Recken, der dieses Schwert führen konnte. Wir sind uns sicher, es wartet irgendwo in Hyrule darauf, dass dein Weg dich zu ihm führt. Link, im Namen aller Zoras danken wir dir für das, was du hier verrichtet hast. Und du, Sidon. Als dein Vater sind wir von großem Stolz erfüllt, dass du an Links Seite mit dem Titanen gerungen hast. Du hast dich zu einem guten Zora entwickelt. Eines Tages wirst du ein würdiger Nachfolger für uns werden. Ja. Vater! Der Dauerring hat ein Ende und der Titan ist zurückgekehrt. Es gibt einiges zu feiern. Link, das war spitze. Ich will die Truhe endlich öffnen. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Ich danke dir vielmals. Du hast unser Dorf vor der Auslöschung bewahrt. Dankbarer könnte ich gar nicht sein. Du bist wirklich einsame Spitze. Tja, Link ist einfach der Beste und der Applaus gebührt wirklich nur uns. Ist das nicht schön? Ja, das ist wirklich schön. Darauf können wir sehr, sehr stolz sein, dass wir den Titan befreit haben. Gut, das Hauptziel wäre geschafft und jetzt endlich können wir schauen, was in dieser magischen Truhe ist. Und was ist da drin? Was ist da drin? Eine Lichtschuppenlanze, die einzigartige Waffe der großen Mipha. Für ihre Heilkräfte ist Mipha berühmt, aber dass sie auch eine erstklassige Lanzenkämpferin war, ist weniger bekannt. Aber ist eine super Waffe, die habe ich sowieso gebraucht. Und jetzt können wir das Dorf der Zoras verlassen. Und das heißt, wo werden wir jetzt hingehen? Was wird unser nächstes Ziel werden? Lassen wir mal uns auf die Karte ein bisschen und dann gucken wir mal, wo uns denn das hinführen wird. Kann ich mich hier hin teleportieren? Falscher Knopf. Immer diese falschen Knöpfe, hey, das ist ja abartig. Normalerweise könnte ich mich ja dahin teleportieren, oder? Aber ich kann es nicht auswählen. Da könnte ich mich hin teleportieren. Hier nicht. Aber zum Stall der Zwillingsberge, oder? Auch nicht. Ich kann mich ja nirgendwo hin teleportieren. Nach Kakariko könnte ich wieder, ja? Oder wieder zu meinem Pferd. Könnte auch zu meinem Pferd gehen. Ich brauche sowieso noch hier irgendwie die Karte mal vervollständigt. Also gehen wir nach Hateno zurück und holen uns dann, ja, die Vervollständigung der Karte mal. Weil das Blaue da, das irritiert mich eigentlich nur, wenn ich das da so sehe. Deswegen machen wir das jetzt. Wir machen das jetzt, ja. Dann können wir auch gleich da den Schrein abklappern, an dem ich mich nicht mal hin teleportieren kann. Somit haben wir den auch noch gar nicht gemacht. Ah, wie schön, da oben ist so ein kleines Elefantensymbol. Oh, ist das nicht niedlich? Heißt es jetzt, wenn ich tot bin, dass ich mich automatisch wieder heile? Das wäre ja cool, oder? Also wenn es von Breath of the Wild dann endlich den Hero-Mode gibt. Puh, das wird knackig. Das wird auf jeden Fall sehr knackig. Ich brauche jetzt auf jeden Fall gleich einen Turm. Ein Turm. Wo finden wir einen? Da vorne ist einer. Okay, wir könnten erstmal nach Kakariko gehen, oder?
Wir könnten. Ich glaube, das machen wir auch. Ich glaube, das machen wir auch. Hateno. Ja, eine sehr, sehr schöne Stadt. Also, sieht zumindest schön aus. Und jetzt muss ich dann gucken, wo die ganzen Schreine waren. Da hinten war auf jeden Fall ein Schrein. Weil ich bräuchte noch ein paar Herzen. Wo ist hier ein Schrein? Ach, da vorne ist gleich einer. Wie konnte ich den eigentlich übersehen? Bitte. Wie habe ich den übersehen können? Eine sehr gute Frage, auf die ich leider keine Antwort weiß. Aber ich glaube, wir machen erst den Turm, oder? Wir machen erst... Ja, doch, doch. Wir machen erst den Turm. Ja. Oh Gott, komme ich da jetzt noch hin? Komm, 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 komm. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Yeah, klar schaffe ich das. Oder erst den Schrein. Aber wenn der Schrein hier gleich ist, dann wäre das eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Dann wäre das nicht schlecht. Dann könnten wir uns nämlich hier gleich hin teleportieren und müssten nicht immer da oben hin. So, nimm den Apfel, den auch noch. Ja, dankeschön. Kochen sollten wir uns dann übrigens auch mal wieder was. Wenn wir mal die passende Stelle finden sollten. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. So. Bin ich nur gespannt, ob ich da überhaupt drauf komme. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Tatsächlich, hier ist ein Schrein, den wir nicht gemacht haben. Miyamagana-Schrein. Okay, dann versuchen wir den mal zu lösen. Ich hoffe, das wird jetzt extrem einfach werden. Einfach sind die Schreine allerdings nicht in Breath of the Wild. Da war jetzt der Titan. Ja, man will jetzt nicht sagen leichter, aber er war nicht so... Ja, man musste nicht so viel nachdenken. Sagen wir es so, sagen wir es so. Das macht schon ein bisschen mehr Sinn. Nacht. Manche Insekten sind nachtaktiv. Tagsüber wirst du ihnen nie begegnen. Nie. Wenn schon die Betonung nie drankommt, ist es immer ganz schön gefährlich. Okay, was können wir hier tun? Okay, mein Name ist Miyamagana. Ja, ja, ist ja, ist ja gut, ist ja gut. Das wissen wir ja schon mittlerweile. Jetzt kommt wieder diese epic geile Musik. Miyamaganas Apparatur. Okay. Ich brauche auf jeden Fall wieder eine Kugel. Das ist klar. Aber wo kriege ich eine her? Das müssen wir erstmal herausfinden. Ich denke, ich gehe jetzt erstmal da hoch. Aber da ist irgendwas Seltsames. Das sieht ein bisschen komisch aus, oder? Was soll das sein? So, schauen wir doch mal. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Das gab es schon in etlichen Zelda-Spielen. Dieses seltsame... Ja, ich glaube, ich mache das jetzt lieber mit der Bewegungssteuerung. Das ist, glaube ich, leichter, oder? Okay, okay. Ja. Ja. Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, da gibt es noch eine Truhe. Kann ich die so öffnen? Nein, kann ich nicht. Aber irgendwie müsste ich ja da auch wieder raufkommen, oder? So. Okay. Wir müssen auf jeden Fall die Kugel bis ganz nach vorne bringen. Und dann loslassen. Reicht es? Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt weitergehe und es nicht schaffe, dann bin ich auch angeschmiert. Nein! Ah! Hätte ich es doch lieber so gut sein lassen, wie ich das gemacht habe. Dann wäre das jetzt alles nicht passiert. So, komm nach unten. So, gleich nach rechts. Ja, gut, 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 gut. Läuft, läuft. Ja, bei der Kugel läuft es immer. So, jetzt nach oben, genau. Oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt habe ich das ja 5 Meter weit geschossen. Mann, bin ich doof. Mann, bin ich doof. WTF, was ist da los? Was ist da nur los? Komm jetzt, komm. Die Kugel ist echt schwer zu bewältigen, hey. Sie ist wirklich schwer und hat auch nicht so den... Ja, es ist eine Kugel. Das heißt, sie rollt immer stramm. Ja. Okay, perfekt, perfekt. Und jetzt bloß nicht zu weit. Bloß nicht zu weit. Ich muss sie ja irgendwie wieder rüberkriegen. So. Komm nach unten, nach unten, nach unten. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Bisschen noch. Ich muss sie irgendwie in die Mitte kriegen, ja. Okay. Gut. Ich weiß nicht, ob das reicht. Das ist eben das Problem. Okay. Perfekt. Ach, könnte ich die jetzt einfach so rauf tun? Hm. Müsste aber eigentlich gehen, oder? Also wenn ich mir das so anschaue...
komme ich da ja so gar nicht hoch. Außer ich kletter da hinten hoch. Was? Also das geht so gar nicht? Ja, das ist natürlich ziemlich blöd. Das ist natürlich ziemlich blöde, was jetzt da gerade passiert ist.